meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu Hause an den Bildschirmen. Willkommen zur letzten Passionsandacht in unserer Reihe zu dem Taizé-Lied Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Heute, in dieser letzten Passionsandacht, soll es um das Vertrauen gehen. Und ich möchte zunächst, wie in unserer Reihe üblich, einem Psalm beten. Einem Psalm beten, in dem Gottvertrauen, Hoffnung auf ihn zum Ausdruck kommt. Es ist der Psalm 31, der Anfang davon. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir hilfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netz ziehen, das sie mir heimlich stellte, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die sich haltenden, nichtige Götzen, ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, bis am Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, jemandem Vertrauen schenken bedeutet, dass man jemanden außerordentlich wertschätzt. Man traut jemand viel zu. Verlässlichkeit, Treue, Akkuratesse, Ehrlichkeit. Wenn man jemandem etwas anvertraut, dann gibt man etwas von sich preis, was man bei ihm oder bei ihr gut aufgehoben weiß, wie ein Schatz. Man weiß, dass der oder die damit gut umgeht. Er oder sie wird es nicht weiter plappern und kann gut abschätzen, wie wichtig diese Information ist, die man jemandem anvertraut. Wenn man eine besonders wichtige Entscheidung in seinem Leben treffen muss, eine sehr wichtige große Operation, die einem bevorsteht, ein Hauskauf, ein Berufswechsel, ein neuer Weg im Leben, dann sucht man sich Freundinnen und Freunde, denen man vertraut, denen man etwas anvertrauen kann
und die einem einen vertrauensvollen Rat geben können. Vertrauen in einer Beziehung ist eine wichtige Grundlage für eine glückliche, eine schöne Beziehung. Wenn das Vertrauen gebrochen ist, wird es schwer. Wir erleben zurzeit viele Bereiche des öffentlichen Lebens, in denen das Vertrauen schwer ist. Das Vertrauen in die Politik ist angekratzt. Was soll man noch glauben? Was ist verlässlich? Welchen Zahlen können wir vertrauen? Welche sind wichtig? Welchen Impfstoffen können wir Vertrauen schenken? Wo ist Skepsis berechtigt und begründet und wo nicht? Wo können wir getrost vertrauen? Das Vertrauen in die Kirche, in die katholische Kirche dieser Tage ist massiv angekratzt. Der Umgang mit Missbrauchsvorfällen führt zu einer massiven Austrittswelle, vor allem in Köln. Die Ereignisse dort und anderswo überschlagen sich gerade. Das Vertrauen ist in großes Misstrauen umgeschlagen. Ist das Vertrauen in die eigene evangelische Kirche auch gefährdet? Ich meine jetzt nicht in Bezug auf Missbrauchsvorfälle, sondern allgemein. Wie groß ist das Vertrauen noch in die Institution Kirche? Vertrauen ist für mich ein Begriff, der in vielen Farben aufleuchtet und schillert. Vertrauen hat für mich vor allem zwei Ebenen. Der eine ist die zwischenmenschliche, horizontale Ebene. Das Vertrauen von Mensch zu Mensch, aber auch das Vertrauen in eine Sache, etwa in die Politik. Und dann gibt es eine vertikale Ebene. Das Vertrauen nicht in mich selbst oder zu anderen oder eine Sache, sondern ein Vertrauen, das aus mir herauswächst, über mich hinauswächst und auf Gott verweist. Also auf eine Kraft, die nicht von mir selbst kommt. An vielen Stellen der Bibel taucht beides auf, das Vertrauen untereinander oder zu einer Sache und das Vertrauen zu Gott, das groß sein kann, aber manchmal auch hart auf die Probe gestellt wird. Der Beter des 31. Psalms, den ich vorhin in Auszügen gesprochen habe, scheint zwischen der Stimmung seines großen Gottvertrauens und seiner Not hin und her zu schwanken. Er hofft auf Rettung Gottes. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit, ruft er in seinem Gebet. Er scheint in Not zu sein. Du wolltest mich aus den Netzen ziehen, in die sie mich stellten. Wird er verfolgt? Haben es Feinde, Gegner auf ihn abgesehen? Wir wissen es nicht. Der Glaube an den Gott der Gerechtigkeit scheint ihn zu trösten und zu tragen. Ich aber freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Weil dieser Psalmbeter Gott vertraut, wendet er sich an ihn. Interessant ist, wie Gottvertrauen in verschiedenen Melodien in der Literatur auftaucht. So hat einmal Gorch Fock sein Vertrauen in wunderbaren Bildern beschrieben, die uns Norddeutschen vertraut sind. Ich lasse meinen Gott nicht und bleibe getrost. Mögen die Winde wehen, wie sie wollen. Einmal treiben sie mein Schiff doch in den Hafen der Heimat und des Friedens. Franz von Assisi konnte einmal schreiben, Herr, in deinem Armen bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. Liebe Gemeinde, das ist hier jetzt eine Passionsandacht, die ich halte. Wir denken also in dieser Zeit vor Ostern, in den 7 Wochen von Aschermittwoch bis Ostern, an die Passion, an das Leiden Jesu.
Wie war es eigentlich mit seinem Gottvertrauen? Wir erinnern uns, wie er sich, als die Lage sich zuspitzt, im Garten Gethsemane anfängt zu trauern und zu zagen. Mit wenigen Jüngern ist er dort und klagt: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und dann ging er ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Jesus fühlte sich allein gerissen. Noch nicht einmal seine liebsten Jünger, denen er vertraute, wachen und sind an seiner Seite in der Stunde tiefster Not, dem Tod bereits vor Augen. Am Kreuz sind dann die letzten Worte Jesu, die aus dem 22. Psalm: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gottvertrauen und das Gefühl völliger Gottverlassenheit haben Raum in dieser besonderen Zeit vor Ostern und machen deutlich, zwischen welchen Polen sich unser Glaube bewegt. Das Lied aus Thesee, das wir in der Passionszeit, in den Passionsandachten zugrunde gelegt haben, bringt im Blick auf Jesus großes Gottvertrauen zum Ausdruck. Meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch, dass wir in Zeiten innerer und äußerer Not, in Zeiten, in denen Vertrauen wegbröckelt, Menschen des Vertrauens verloren geht, das Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit in uns weckt, unser Glaube uns tragen kann, wie es in diesem Lied zum Ausdruck kommt. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Du hast noch Zweifel an der Zukunft, aus purer Angst, dass nichts Gutes mehr kommt. Mach dir keinen Kopf, dich stresst die Vernunft. Leise hörst du meine Stimme, die summt. Weißt du noch, da war das Ding mit den Bergen, von denen deine Hilfe kommt. Nimm die Kopf und schau nach vorn, es wird schon gut werden. Es wird schon gut werden. Mir reicht ein kleines Vertrauen, mach dir keinen Stress, es wird schon hinhauen, es wird schon hinhauen. Lass einfach los und schenk mir dein kleines Vertrauen. Mir reicht ein kleines Vertrauen, mach dir keinen Stress, es wird schon hinhauen, es wird schon hinhauen. Lass einfach los und schenk mir dein kleines Vertrauen. Lass los, was war und sei nur heute, was morgen kommt, ist jetzt noch nicht real. Folg meinem Lied und nicht der Meute. Leise hörst du meine Stimme, die summt. Weißt du noch, da war das Ding mit den Bergen, von denen deine Hilfe kommt. Nimm die Kopf hoch, schau nach vorn, es wird schon gut werden. Es wird schon gut werden. Mir reicht ein kleines Vertrauen, mach dir keinen Stress, es wird schon hinhauen, es wird schon hinhauen. Lass einfach los und schenk mir dein kleines Vertrauen.
Mir reicht ein kleines Vertrauen, mach dir keinen Stress, es wird schon hinhauen, es wird schon hinhauen. Lass einfach los und schenk mir dein kleines Vertrauen. Lasst uns beten. Gott, du bist Tröster und Anker, Horizont auf unserer Lebensreise. Auf dich trauen wir und du schenkst uns dein Vertrauen. Mit dem Vertrauen ist das so eine Sache. Es gibt Verwandte und Freunde, zu denen habe ich großes Vertrauen und die vertrauen mir. Dafür bin ich dankbar, Gott. Manche haben ihre Beziehung, das Vertrauen zueinander verloren. Auch in meinem Leben gibt es manche, denen ich nicht traue. Da bitte ich, dass du Ehrlichkeit schenkst in den Beziehungen. Es gibt manches in der Politik und unserer Gesellschaft, was uns in diesen Tagen sehr beschäftigt und wo unser Vertrauen auf eine harte Probe gestellt wird. Politikerinnen und Politiker, die ihr Amt missbrauchen, um Geld zu scheffeln, sogenannte Würdenträger der Kirche, die ihr Amt missbrauchen, um zu vertuschen und Unrecht zu tun. Das Vertrauen in die Politik ist belastet, weil so viele Entscheidungen getroffen werden müssen, deren Sinnhaftigkeit sich uns nicht immer erschließt. Schenk uns Besonnenheit, lass uns vernünftig bleiben und nicht verzagen. In dieser Zeit, in der wir auf das Leiden Jesu schauen, auch auf seine Einsamkeit und Verzweiflung, schaue ich auf mein eigenes Gottvertrauen, mein Vertrauen zu dir, himmlischer Vater. Ich bitte dich darum, dass du uns dieses Vertrauen zu dir stärkst. Sei uns unser Fels und unsere Burg. Leite und führe uns um deines Namens willen. Um all das bitten wir mit den Worten Jesu und beten sie gerne mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Zeit bis Ostern. Unser Leben, unser
uns neigen, nimm unseren Geist, Herr, auf in deine Hände. Lass mich zuletzt von dir getröstet entscheiden, bleib auf dem Leben. Dank sei dem Vater, unserem Gott im Himmel.